Als die Deutsche Bank am 1. Juli 1892 in Münchens vornehmer Theatinerstraße ihren ersten Standort in Bayern eröffnet, da nennt sie diesen mit Bedacht bayerische Filiale der Deutschen Bank. Sie kommt in wirtschaftlichen Krisenzeiten, einige regionale Banken müssen aufgeben und die Preußen sind in München allgemein suspekt. Nun ist der Argwohn groß, dass gutes bayerisches Geld nach Berlin abfließen könnte. Das Geld bleibt da, der Argwohn lange auch. Doch das Wagnis, als erste Berliner Großbank nach Bayern zu gehen, zahlt sich bald aus. Mit der Finanzierung der wachsenden Industrie haben die Münchner Banken kaum Erfahrung. Anders die Deutsche Bank mit ihren internationalen Geschäftsbeziehungen. So finanziert sie den heimischen Bierbrauern den Kauf hochwertiger Braugerste in Kleinasien. Für ihr Prestigeobjekt Bagdadbahn kommen die Lokomotiven von der Münchner Fabrik Krauss. Bereits 1898 bezieht die bayerische Filiale der Deutschen Bank ihr eigenes prächtiges Domizil am Lehnbachplatz.